Nächstes Ziel erreicht am heutigen Tag, das Fort de Marquis. Das erste Fort auf unserer Tour heute. 1650 Meter hoch. Was zumindest da übrig geblieben ist. Da unten seht ihr den von meinem Sohn allzeit benannte Magen. Seht ihr? Die schöne Schlängelinie, die rote hoch kurz vorm Tunnel. Der ist gesperrt. Bis nächstes Jahr, der geht ja dann durch die Alpen nach Italien. Und da geht halt die Bürgstraße hoch zum Fort de Centre. Das müsste da oben in Wolken liegen. Und dort beginnt dann auch die Ligurianische Militärstraße. Das ist ja im Endeffekt das Endziel. Und da unten wäre dann die Straße nach Tende in Frankreich. Aber leider gesperrt. So, und jetzt nehmen wir euch mit. Mal gucken, wie es drin aussieht. Oh, Wanderjoe muss Licht spenden. Durch das an. Und hier muss man auch mal weggehen mit der Lampe. Alle beide was von Arm. Das war die Treppe. Das ist der einzige Weg nach oben. Das wäre schlecht. Wir müssen hoch, Johann. Ich weiß, aber komm, das gibt mir noch einen anderen Weg. Leuchten. Ich komme ja. Zerstört. Verschiedenste Räumlichkeiten. So, jetzt kommen wir an den Innenhof. Durch. Okay. Vorsicht, Jürgen, komm mal.
Komm mal mit, hier ist das Plateau. Und jetzt sind wir auf dem Vor. Und auf. Da, wie gesagt, der Magen. Das ist zerstört, da drin noch was. Ja. Viel dazu. Ja, dann sage ich mal, geht's weiter. Grenze war ja vor 47, glaube ich, eine andere. Deswegen das Datum. Richtig, das Territorialgebiet von Italien nach dem Krieg ja verkleinert hat und wir haben hier oben die Gebiete abgegeben als Frankreich. Deswegen sind auch die Befestigungsanlagen, die Italien gebaut hat, jetzt auf französischem Gebiet.